Sowas habt ihr sicherlich noch nie gesehen. In diesem Video zeigen wir euch nämlich 8 Menschen mit doppelten Körperteilen. Wir zeigen euch unter anderem also eine Person mit 2 Köpfen, ein Mann mit 2 Geschlechtsteilen und ein Mensch mit ganzen 4 Armen. Also legen wir direkt los und beginnen mit einem außergewöhnlichen Fall. Anfang des Jahrtausends wurde in Indien ein Mädchen namens Lakshmi geboren, das auf der ganzen Welt absolut einmalig war. Anstatt nämlich wie gewohnt mit 2 Armen und 2 Beinen auf die Welt zu kommen, hatte die kleine Lakshmi die doppelte Portion, also unglaublicherweise 4 Arme und 4 Beine. Aufgrund dieses Merkmals wurde sie sogar nach der berühmten indischen Göttin benannt, die ebenfalls 4 Arme hat. Und auch wenn viele Menschen tatsächlich eine Art übernatürliche Gabe bei ihr vermuteten, war die Erklärung für dieses Phänomen ganz irdisch. Zusammen mit Lakshmi hätte nämlich eigentlich noch eine eineiige Zwillingsschwester mit ihr auf die Welt kommen sollen. Anstatt dass beide Embryos im Bauch der Mutter jedoch zu Kindern wurden, entwickelte sich ab einem bestimmten Zeitpunkt nur Lakshmi weiter. Auch wenn viele dachten, Lakshmi müsste bis zum Ende ihres Lebens mit dieser Anzahl an Gliedmaßen leben, war es für die Medizin ein leichtes, ihr das Leben zu vereinfachen. 2007 wurden ihr nämlich 2 Arme und 2 Beine abgenommen und sie lebt seitdem genauso wie jeder andere Mensch. Etwas anders war es bei diesem Mann. Anstatt nämlich doppelte Körperteile entfernt zu bekommen, ließ er sich ein neues hinzufügen. Was ihr hier seht, ist der vermutlich einzige Mann in der Geschichte mit 2 Nasen. Doch wieso ist eine davon so seltsam auf der Stirn? Die Antwort darauf hat einen traurigen Hintergrund. Und zwar war der damals 22-jährige Chinese Li Ming 2013 in einen Unfall verwickelt. Bei diesem Unfall wurde seine echte Nase derart beschädigt, dass sie von innen nicht mehr funktionierte. Um wieder dafür zu sorgen, dass er ganz normal atmen kann, mussten die Ärzte also seinen Atemtunnel woanders an die Hautoberfläche anbringen. Der einzige Weg dafür war auf seiner Stirn, die sich direkt über der Nase befindet. In einer komplizierten Operation verlegten sie die Atemwege also nach oben und ergänzten mit echten Knochen eine zweite Nase, die genauso funktioniert wie die erste. Auch wenn sich bei dem Anblick viele erst dachten, es handle sich um einen Fake, bestätigten mehrere Medien, dass die Geschichte wirklich echt ist und Li Ming der einzige Mann der Welt ist mit 2 Nasen. Verratet uns doch mal, ob ihr an Lis Stelle lieber auf eine Nase verzichtet hättet oder eher nicht. Weiter geht's mit einem Mann, der unter einem Phänomen leidet, das gerade mal auf einen von 5 Millionen Menschen zutrifft, obwohl das Wort leidet wohl eher im Auge des Betrachters liegt. Und zwar geht es um einen Mann, der sich Double D Dude nennt. Er gehört zu den ganz wenigen Männern, die nicht einen, sondern gleich 2 Penisse besitzen. Der Grund dafür ist eine extrem seltene genetische Mutation. Sein Leben scheint dadurch jedoch anders beeinträchtigt zu sein, als manche denken. Anstatt einen der beiden nämlich entfernen zu lassen, entschied sich der Double D Dude dazu, ganz ohne Eingriff zu leben. Laut eigener Aussage hilft ihm seine Ausstattung sogar dabei, die Bedürfnisse vieler anderer zu befriedigen. Und das sogar zeitgleich. So hatte er angeblich schon mit über 1000 verschiedenen Menschen Verkehr. Der Mann hat sogar ein Buch geschrieben, in dem er ausführlich beschreibt, wie es sich mit 2 verschiedenen Geschlechtsteilen lebt und erzählt dort stolz, dass er auf dem Klo die Wahl hat, womit er sich erleichtern möchte. Ebenfalls sehr bekannt ist Jasmine Tridevil. Die Amerikanerin bezeichnet sich selbst nämlich als weltweit einzige Frau mit 3 Brüsten. Angeblich soll die dritte Brust durch einen Gendefekt entstanden sein. Jedoch gibt es auch Gerüchte, die besagen, dass Jasmine sich ihre dritte Brust künstlich hinzufügen ließ, um so auf Männer unattraktiv zu wirken. Fakt ist, dass sie dank ihrer bizarren Oberweite zu einer kleinen Berühmtheit wurde. Ihre Bekanntheit sorgte 2015 übrigens sogar für einen Polizeieinsatz. Allerdings nicht, weil die damals 21-Jährige Fans an der Nase herumführte, sondern weil sie betrunken Auto fuhr. Die Polizisten, die sie damals anhielten, staunten vermutlich nicht schlecht,
und wurden wahrscheinlich zu den ersten, die eine dreibusige Frau kontrollierten. Ein deutlich schwereres Schicksal hatte 2014 ein australisches Baby namens Faith and Hope. Und falls ihr euch jetzt fragt, was das für ein seltsamer Vorname ist, dann wird euch die Erklärung dafür komplett verblüffen. Faith and Hope stand nämlich für die zwei Gesichter des Kindes, und zwar wortwörtlich. Aufgrund einer extrem seltenen Fehlbildung kam damals ein Kind mit zwei Gesichtern auf die Welt. Anstatt dass es sich dabei jedoch um siamesische Zwillinge handelte, befanden sich im Kopf des Kindes zwei Gehirne, die dann einfach zwei Münder, zwei Nasen und vier Augen versorgten. Zwar wurde den Eltern vor der Geburt noch geraten, die Schwangerschaft abzubrechen, da die Gesellschaft ein solches Kind wahrscheinlich nicht akzeptieren würde, sie entschieden sich jedoch trotzdem dafür, es auf die Welt zu bringen. Und entgegen aller Erwartungen wurde Faith and Hope tatsächlich von manchen Menschen als eine Art übernatürliches Heiligtum gesehen, das direkt vom Himmel geschickt wurde. Dieses Phänomen hielt jedoch nicht lange an, denn trotz aller ärztlichen Bemühungen verstarb Faith and Hope nach nur 19 Tagen. Doppelte Körperteile müssen jedoch nicht immer sichtbar sein, wie unsere nennenswerte Erwähnung zeigt. Wenn man diesen Mann namens Arthur Hedmoniak anschaut, würde man zunächst denken, er sei wie jeder andere. Tatsächlich ist er jedoch einer von weltweit gerade mal 120 Menschen, die etwas ganz Besonderes haben. In seiner Brust schlagen nämlich wortwörtlich zwei Herzen. Was zunächst unglaublich klingt, hat in Wahrheit einen sehr ernsten Hintergrund. Auf die Welt kam Hedmoniak nämlich wie jeder andere mit einem Herz. Allerdings wurde schon früh klar, dass mit diesem etwas nicht stimmte und es nicht auf Dauer durchhalten würde. In seiner Kindheit zog sich Hedmoniak, der ohnehin schon unter einer Herzrhythmusstörung litt, nämlich eine schwere Herzentzündung zu. Die Folge war, dass sein Herz über die Jahre immer schwächer wurde, bis es 1993 nur noch eine Option gab, eine lebensgefährliche Transplantation in allerletzter Sekunde. Anstatt die Herzen jedoch zu tauschen, entschieden sich die Chirurgen aus medizinischen Gründen zu einer einmaligen Aktion. Und zwar pflanzten sie das Spenderherz an das Bestehende, damit dieses das geschwächte Herz stützt. So konnte das alte Herz weiterhin schlagen und den Körper versorgen, während das neue für mehr Energie sorgte. Seitdem gehört Arthur Hedmoniak zu den ganz wenigen Menschen, die bei absoluter Stille tatsächlich zwei Herzschläge hören. Eine krasse Geschichte haben auch diese beiden. Lupita und Carmen Andandre aus den USA teilen sich nämlich einen Körper, obwohl sie eigentlich zwei vollständig selbstdenkende Menschen sind. Wie einige andere eineiige Geschwister sind auch sie siamesische Zwillinge. Im Bauch ihrer Mutter verschmolzen ihre Körper zu einem, während sich ihre Köpfe ganz normal fortentwickelten. Anstatt jedoch Trübsal zu blasen, machten die beiden 22-Jährigen das Beste aus ihrer Situation. Sie studieren zusammen, gehen den gleichen Hobbys nach und sagen, dass sie zu zweit ein tolles Leben führen. Nur eine Sache haben sie nicht gemeinsam, und zwar hat nur Carmen einen festen Freund. Dieser stört sich jedoch nicht daran, dass ihre Schwester wortwörtlich immer dabei ist. Selbst in intimsten Momenten, da sich die Schwestern schließlich auch einen Körper teilen. Last but not least kommen wir nun zu einem ägyptischen Baby namens Mana Maget. Mana Maget kam 2005 auf die Welt und übernahm ähnlich wie Lakshmi während der Schwangerschaft Körperteile ihres eineiigen Zwillings. Anstatt jedoch Arme und Beine anzunehmen, wuchs bei Mana der Kopf ihrer sich nicht mehr weiterentwickelnden Schwester an. Nach der Geburt war Mana also eigentlich völlig gesund, nur trug sie einen weiteren Kopf, der nicht lebendig war, mit sich herum. Auch hier mussten die Ärzte schnell handeln. Nach einigen Wochen stellten sie eine lebensgefährliche 13-stündige OP
auf die Beine, um so den zweiten Kopf zu entfernen. Und tatsächlich gelang dies auch ohne weitere Komplikationen. Bis zu diesem Zeitpunkt war Mana Magid jedoch das wohl einzige Kind der Welt, das mit zwei Köpfen geboren wurde. Lasst uns doch mal in den Kommentaren wissen, welcher Mensch aus diesem Video euch denn am meisten verblüfft hat. Wir sind gespannt und sehen uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert. Macht's gut!